Okay, er pusht jetzt hier geistkrank hoch. Jetzt kommt's wieder. Bounce Grenade und oh mein Gott, was? 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 Was geht YouTube? Hier ist euer Master Scott. Ich meine natürlich. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und nein, dieses Format ist sicherlich nicht von Marcel Scorpion, Patrick oder 900.000 anderen Leuten geklaut, die schon mal auf so etwas reagiert haben, meine Freunde. Eigentlich wollte ich das gemeinsam mit FYFD machen, aber der fette meldet sich nicht bei mir, so dass ich mich dazu entschieden habe, dass es auch besser für mich und auch für die Zuschauer ist, wenn ich das Ganze dann alleine mache. Und zwar werden wir heute auf Fortnite Pro Gameplays reagieren, meine Freunde. Ich habe hier einmal ein Video vom lieben Dominik zugeschickt bekommen. Razero, unbedingt mal abonnieren. Der Boy ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Dominik ist einer der korrektesten Typen, die ich in letzter Zeit kennenlernen durfte. Ein sehr aktiver Spieler und ihr habt ja auch vielleicht schon in den Videos gesehen, dass Dominik extremst abgeht in Fortnite, meine Freunde. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir skippen uns jetzt hier erstmal durch. Ich habe mir das Video extra noch nicht angeschaut. Wir reagieren jetzt mal gemeinsam drauf und ich würde sagen, auf geht's. Okay, Dominik jumpt hier erstmal raus, landet in Tilted Towers. Okay, wir werden erstmal Paletten gefahren. Bis jetzt hat er noch keinen Kill. Was findet er? Er findet eine Scar, okay. Natürlich schon mal ganz gut. Okay, okay. Hat dann hier nochmal eine Close-Range-Waffe, okay. 29 Kill im Solo-Squad, Alter. Das heißt, er spielt alleine gegen Squads, meine Freunde. Okay, jetzt fängt er gerade schon an. Rennt hier hoch. Das Aim sitzt da wunderbar. Finish direkt, okay, interessant. Hört er schon den Rest kommen? Schnappt um die Ecke und oh mein Gott, gibt ihm direkt einen Headshot? Alles klar, der Boy hat alles gemacht. 3 Kills einfach mal easy geholt, ohne dabei großartig Rüstung oder sonst was zu verlieren. Sieht hier schon den Nächsten, hat sich hier gerade den Nächsten gesnackt, ganz easy, der war One-Shot down. Interessant sind jetzt nicht für mich die innerstädtlichen Kämpfer, sondern natürlich die Sachen, wo Domme baut. Und Leute, wenn ihr das mal seht, das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank, weil sowas habt ihr noch nicht gesehen. Eine solche Dominanz über ein Spiel zu haben, ist wirklich meiner Meinung nach ausgeschlossen selten. Also wirklich, das ist echt krass. Just get inside and hide. Oh mein Gott. Zack, direkt ein Schuss, war ein Headshot, der Typ liegt instant, wird natürlich gefinished. Krass. Hier jetzt schon bei seinem 7., 8. Kill Solo-Squad, also 2 Squads quasi schon mal an der Zahl, in der Theorie komplett ausgelöscht. Da vorne noch einer. 9 Kills, alles klar, Dominik, okay. Okay, da habe ich gerade schon einen Gegner gehört, der hier von unten steppt. Wird hier gerade schon gepusht. Zack, 2 Hits, den einen in der Luft nachgesetzt. Das ist so krank, Mann. Bei ihm ist halt das Ding, er hat nicht nur das krasseste Aim, sondern auch halt den heftigsten Bauskill. Oben geht irgendwas ab, jetzt will er sich natürlich da einmischen. Ganz klar. Okay, einer down. 2 down, beide direkt down. Beide instant down. Was zum Teufel, Alter. Da kommt der Nächste, auch down. Okay, da vorne ist die ersten Gegner, Feindkontakt. Zack, da die Lücke zu sehen alleine. Oh mein Gott, direkter Headshot. Zack, war auch ein Hit. Was zum Teufel, war direkt knocked. Oh mein Gott. Was? Das war einfach auch ein Hit. Oh mein Gott, der arme Typ. Der arme Typ, Alter. Der arme Typ. Der kann nichts machen. Der arme, Alter, der arme. Hier pusht er jetzt einfach ran. Und da liegt er. Zack, und das war ein Headshot. Sauber gespielt, Alter. Krank, krank. 26 Kills. Also Leute, ihr seht auf jeden Fall schon, Dominik ist ein echtes Biest. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz hier auf die Elegance Ninja Fragmente. Schauen wir mal ganz kurz, wie Ninja so spielt, meine Freunde. Oh mein Gott. Alter, was für ein Quickscope. Was zum Teufel. 1, 2, 3. Was, Alter? 3 Schüsse, 3 Tote. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wie schnell geht das bitte bei diesem Jungen? Das ist so krank. Alter Schwede. Ja moin, auf die Distanz. Oh mein Gott, wie viel Meter? 235 Meter, sauberer Headshot, direkt down. Krank einfach, krank. Einfach nur krank. Ich wünschte, ich könnte so spielen, Mann. Da sneakt jemand und auf die Distanz einen Headshot zu treffen, ist einfach so legendär schwierig, Leute. Guckt euch das an, guckt euch das an. 219 Meter Kopfschuss. Er will unbedingt die Disconnect werfen. Der Gegner tanzt, das arme Schwein. Oh nein, jetzt trollt er noch rein. Er baut ihn ein. Oh nein, der arme Typ, der arme Typ. Und die Falle holt ihn wahrscheinlich noch, oder? Die Falle wird ihn... Was zum Teufel, Alter? Okay. Oh mein Gott, er weicht der Rocket einfach aus und geht hin. Bam, Headshot.
Okay, Leute, schaut euch mal ganz kurz an, wenn Ninja hingeht und wirklich geisteskrank baut, Leute. Das ist das Heftigste. Das ist das Heftigste. Okay, Leute, schaut euch das an. Genau das meine ich. Dieses unglaublich schnelle Bauen. Zack, er baut sich hoch, Headshot. Das ist so unglaublich, Mann. Ich finde das so krass. Es ist halt heftig, weil das Problem ist halt, dass wenn du als normaler Spieler so ein Spiel auf dich zulaufen machst, du hast keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Diese Jungs, egal wie krass du counterbildest, die umbauen dich binnen Sekunden, springen oben in irgendein Loch rein, modifizieren ihre gebauten Sachen, machen ein Fenster rein, drücken den Headshot, du bist down. Du kannst nichts dagegen machen, außer du bist auf dem gleichen Level wie sie und sonst hast du keine Chance. Das finde ich so krank beeindruckend einfach. Okay, gönnt sich hier Granaten. Zwei Granaten ins Haus rein. Oh mein Gott, das war ein guter Hit, das war ein guter Hit. Und jetzt Bam, Junge, gegeben. Ja, sehr schön, sehr schön. Allein mit einer Granate so viel Damage zu machen, der fordert schon ein gewisses Level an Skill. Und seht ihr das? Seht ihr das? Das ist genau das, was ich meine. Die schaffen es, sich so schnell wieder einzubauen, dass man fast keinen Schaden vom Gegner bekommt. Das finde ich so geisteskrank. Okay, Leute, hier sind die 15 besten Momente von ihm. Schauen wir mal ganz kurz rein. Okay. Launchpad hier auf jeden Fall am Start. Zack. Boost Grenade. Er ist außerhalb der Zone. Und kommt nicht wieder rein. Wird immer wieder zurückgekickt, der arme Alter. Oh mein Gott, der Kerl kommt nicht zurück aus der Zone und verreckt wahrscheinlich dann in der Zone. Er verreckt in der Zone. Was zum Teufel, Alter. Was zum Teufel. Oh mein Gott. Schaut euch das an, wie krank schnell er bauen kann. Das ist so heftig, Mann. Das Bauen und der Aim, das ist so unglaublich, Alter. Ich kann das nicht fassen. Mit dem Revolver, Junge, mit dem Revolver! Mit dem geisteskranken Revolver, Alter! Wo es einmal für eine Kugel 90 Minuten braucht zum Nachladen, holt der ein komplettes Squad oder was? Unreal! Er hat ein komplettes Squad mit Revolver und jetzt baut er sich ein und kriegt nicht mal einen Hit vom Gegner. Er spielt Duo-Revolver. Das ist unglaublich einfach. Aber ich glaube, es hört noch nicht auf, es hört noch nicht auf, es geht weiter. Okay. Sieht den Gegner, piekt den Gegner von oben. Der guckt durchs Fenster durch. Das wird ein Hit. Ich sag's dir. Das ist ein Hit gewesen. Das war ein Hit. Der ist down. Krass. Ich komme mir vor wie so ein ESL-Kommentator. Er sieht da oben den Gegner. Lädt seine zwei Revolver nach. Ein Hit. Okay, der arme Mate ist auf jeden Fall schon mal down. Kommt durch die Tür, kriegt einen Headshot. Ist down. Er spielt diesen Sniper-Modus gerade. Der nächste kommt durch die Tür hier vorne. Okay, er muss natürlich jetzt hier ein bisschen retzen auf jeden Fall. Ein HP hat er einfach. Ein HP. Gegen zwei Spieler mit dem Revolver. Oh mein Gott, Alter. Da kommt das Fenster. Was zum Teufel, Alter? Holy shit, Alter. Dieses Play mit dem Fenster ist sowas von übertrieben. Ich meine, ey. Okay, hier oben eine Falle. Was ist das für eine kranke Festung hier? Hat noch eine Falle gesetzt, die Elektrofalle. Oh nein, der Typ wird auf jeden Fall irgendwo da reinlaufen. Er will ihn unbedingt in die Falle reinbekommen. Er hätte ihn schon längst holen können. Aber er will unbedingt, dass er in diese verdammte Falle reinläuft. Hat oben schon Damage durch die Falle bekommen. Läuft wieder daran vorbei. Ey, wie er mit ihm einfach nur spielt. Durch Fallen. Einfach nur durch Fallen gekillt. Unglaublich. Was zum Teufel. Okay, er pusht jetzt hier geisteskrank hoch. Jetzt kommt's wieder. Bounce Grenade und oh mein Gott, was? 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 Oh Gott. Alter, und er bleibt komplett ruhig, als wäre es das Normalste der Welt. Oh Gott, Junge, geisteskrank. Das ist doch nicht real, das ist doch nicht von dieser Welt, Mann. Das ist nicht von dieser Welt. Ey, wie spielt man bitte so? Okay, jetzt kommt Rocket Launcher Action, nice. Er fliegt zu den Gegnern hoch und er wird's holen. Er wird sowas von holen. Oh mein Gott, er hat sich noch gerettet. Guckt euch das mal an. Achtung, und er setzt da intuitiv zwei Dinger nebeneinander. Das ist so heftig. Alter, okay. Es geht weiter. Zack, einer down. Beide down. Was war das denn gerade bitte? Okay, hier nächster Moment. Er baut den Gegner wieder ein. Trollt natürlich nur rum. Der Gegner wieder komplett außer Plan. Kann sich wieder nicht wehren. Oh nein, was macht er jetzt mit ihm? Elektrofallen. Da kommen Elektrofallen rein. Ich sehe es jetzt schon, Alter. Oh nein, da kommt das Fenster, da kommt die Tür rein. Da wird die Falle gesetzt und dann ist der arme Typ down. Zack, Nummer 1. Die Falle lädt auf. Und tötet ihn. Und der Gegner hat nichts gerafft. Krank. Einfach nur krank. Okay. Jump Pad. But unfortunately, Ninja gonna come in hot with that boogie bomb. See the player giving up her moves. She's definitely done this before. Wie er reintrollt. Ja, und damit ist er down. Damit kann der Player nichts mehr machen. Alter Schwede, Junge. Alter. Okay, hier haben wir Gegner, die ihm schon ordentlich zusetzen. Er ist auf 42 HP.
holt hier insane den ein. Was für Flickshots sind das bitte? Er hat 13 AP. Er hat 13 AP. Er sieht den Gegner. Er ist jetzt gedroppt. Kommt vor ihm. Pusht ihn um. Wunderschöne Hits hier, alter Schwede. Okay, Leute, krass, krass, krass. Ich kann mir nur ein Beispiel daran nehmen und hoffe, dass ich irgendwann auch mal so gut bin wie diese Boys. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Bitte nehmt das nicht ganz zu ernst. Ich wollte mir einfach mal gemeinsam mit euch ansehen, wie diese Jungs spielen. Ich finde es insane, was für kranke Skills in diesem Game aufgebaut werden können. Und ich hoffe, ihr könnt es irgendwo nachvollziehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall regelmäßig mal Livestreams ab. Schaut in der Fortnite-Playlist vorbei. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.